möchte beginnen damit, dass wir in wenigen Minuten oder sogar zeitgleich auf die Äußerung unseres Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke warten, inwieweit wir gemeinsam als einheitlich handelndes Land Brandenburg auf die nächsten Tagen und Wochen uns hier vorbereiten, welche Maßnahmen ergriffen werden, ob Kita, Schulschließung, alles das, was momentan noch als Information, aber noch nicht als bestätigte Verlautbarungen im Raum sind. Das heißt einmal, wie wird das Land Brandenburg einheitlich handeln, aber das schließt natürlich auch ein, wie stellen wir uns in unserer kreisfreien Stadt Cottbus-Reschebus auf. Auch wir sind gehalten, uns einmal den Erfordernissen anzupassen, aber zum Zweiten auch das öffentliche Leben zumindest so ein Mindestmaß oder in einem Mindestmaß aufrechtzuerhalten, um zumindest zum Teil unsere Dienstleistungen, die die Bürgerschaft von uns auch erwartet, erbringen zu können. Zu diesem Zweck möchte ich allerdings dann unseren Stabschef oder Chef des Stabes, Herrn Thomas Bergner, dann überleiten, denn er hat in den letzten Stunden sehr aktiv und akribisch mit den verantwortlichen Personen in mehreren Sitzungen zusammengesessen, hat auch an der Telefonkonferenz unseres Ministerpräsidenten teilgenommen. Lieber Thomas, würde ich dir das Wort übergeben. Danke, meine Damen und Herren. Ja, wir haben ja als Stadt Cottbus, das haben Sie sicher bemerkt, ich hoffe, dass zumindest schon seit 2 Wochen die Stabsarbeit intensiviert, oder überhaupt haben wir sie durchgeführt mit täglichen Telefonkonferenzen. Und da ist ja schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Sie haben darüber berichtet. Und wir müssen allerdings feststellen, auch was heute betrifft, ganz aktuell, dass sich, wenn man die Zahlen von gestern nimmt, 6 positive Fälle, heute 11, also fast verdoppelt, dass hier eine ganz schöne Dynamik im Prozess ist und wir uns noch weiter aufstellen werden. Wir haben Maßnahmen vor und deswegen fahren wir zum Beispiel auch morgen nach Potsdam. Heute zur Stunde findet ja die Kabinettssitzung dort statt, da wird es Entscheidungen geben, auf die warten wir auch noch, ja, und wollen morgen, das ist heute verabredet worden, in der Telefonkonferenz, ja, Vormittag um 11 sind wir dort in der Staatskanzlei, alle Landräte, Stadt Cottbus verabreden, was ganz konkret machen wir und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn Schulen schließen, wie stellen wir uns in Cottbus auf. Wir machen das nicht einfach nur so dann morgen dort in Potsdam, sondern wir kommen nach Hause und der Verwaltungsstab ist schon einberufen ab 15 Uhr und sitzen weiter. Es wird ein Wochenende voller Arbeit, dass Sie das auch mal wissen. Dass wir also nicht am Freitagmittag nach Hause gehen als Verwaltung, sondern hier ist viel zu tun. Und wir wollen dann am Montag so weit sein, dass wir wissen, das sind die Maßnahmen für Cottbus. Wenn dieser Fall eintritt, das machen wir dann. Ja, so viel kann ich erstmal nur sagen. Ganz konkreter kann ich jetzt nicht werden. Du kannst auch nicht sagen, was dann zu tun ist. Warten wir erstmal noch die Fragen, weil wir haben ja noch hier. Da gibt es viele, viele Sachen, die wir ins Kalkül ziehen müssen. Vielleicht 2 Worte nur. Das Thema Notschule oder Notkitas ist ein Thema, wo man gucken muss, wie macht man das, wo macht man das, wer macht das und wer geht da rein und wer nicht. Okay. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Nachmittag. Komm mal, das CTK, wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Lage und gestern Abend gab es ja einen Krisengipfel im Kanzleramt. Es gab einen relativ eindringlichen Appell schon gestern Abend seitens der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten an die Krankenhäuser. Das Ganze hat sich heute konkretisiert. Es gibt ein Schreiben vom Bundesgesundheitsminister an alle Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen der Krankenhäuser mit der Bitte, ab Montag alle elektiven Eingriffe und Operationen abzusagen. Wir haben heute Morgen unseren Krisenstab zusammengeholt, haben intensiv diskutiert im CTK, haben uns entschlossen, diesem Appell nachzukommen. Das heißt, wir werden ab Montag das komplette Elektivgeschäft im Karotin-Klinikum einstellen, bis auf Weiteres. Bedeutet ganz konkret, wir telefonieren heute schon und am Wochenende mit den Patienten, die nächste Woche einbestellt sind und sagen denen, dass wir ihren Eingriff verschieben. Bedeutet aber auch, wir sind gerüstet für alle Notfälle und wir behandeln alle Patienten, die zum Beispiel Krebserkrankungen haben, wo wir sagen, da gibt es auf jeden Fall eine Dringlichkeit. Das heißt, diese Patienten werden weiterhin ganz planmäßig bei uns behandelt, operiert und bekommen auch ihre Chemotherapien und werden bestrahlt. Das Klinikum Niederlausitz hat einen kompletten Besucherstopp verhängt heute Nachmittag. Wie gehen Sie vor? Wir haben ja schon die Besuchszeiten diese Woche eingeschränkt auf 16 bis 18 Uhr mit der Bitte, dass nur ein Angehöriger kommt. Wir werden ab nächster Woche auch die Besuchszeiten komplett einschränken. Okay. Wir haben jetzt nur gesagt, vom Wochenende, wenn die Angehörigen nochmal da sind, ja, dann sollte man da vernünftig handeln. Weil
Es ist natürlich so, am Wochenende hat man viel Zeit, da passiert ja auch nicht so viel im Krankenhaus, passiert zwar immer noch was, aber da ist es doch dann schon wichtig, dass man zumindest am Samstag oder am Sonntagnachmittag ein Angehöriger vorbeikommen kann. Riesengroßes Problem ist die Schutzausrüstung, die hält nur noch ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber in anderen Krankenhäusern, was machen Sie? Also wir haben uns natürlich vorbereitet mit dem Thema persönliche Schutzausrüstung, weil da geht es um unsere Mitarbeiter. Wir haben im Moment, sind sehr gut bestückt, wir haben frühzeitig eingekauft und vorgesorgt. Wir haben im Moment für 4 Monate ausreichend persönliche Schutzausrüstung, sind aber im Moment noch im Bereich und versuchen nachzukaufen. Es gibt einen gewissen Engpass bei Einmalhandschuhen, da werden wir aber noch beliefert und es gibt einen Engpass bei Desinfektionsmitteln. Aber da leben wir so ein bisschen von der Hand in den Mund, aber da sind die Lieferketten im Moment noch nicht unterbrochen. Sodass wir sagen können, wir stehen eigentlich ganz gut da und warten im Moment auf die Hilfe des Landes und des Bundes, weil der Bundesminister hat ja angekündigt, Jens Spahn, dass zentral beschafft wird, persönliche Schutzausrüstung, und darauf bauen wir natürlich. Wie sieht es aus mit Intensivpflegekräften? Auch das ist ja mal ein großes Thema. Wir werden natürlich jetzt, wenn wir die Elektivkapazitäten runterfahren, umsteuern. Das machen wir ganz gezielt, um unsere Intensivkapazitäten hochzufahren. Das heißt, in den nächsten 1-2 Wochen werden wir auch Pflegekräfte, die nicht primär auf der Intensivstation eingesetzt sind, schulen. Wir werden Geräteeinweisungen machen, sodass wir eine breitere Basis haben. Weil wir gehen nicht davon aus, dass alle unsere Intensivkräfte dann auch da sein werden. Wir werden auch nächste Woche relativ intensiv prüfen, bis auf Mitarbeiter runter, wer kann denn überhaupt noch kommen, wenn es tatsächlich zu Kita- oder Schulschließungen kommen sollte, dass wir ein Ausfallkonzept haben in zweiter und in dritter Ebene. Intensivbetten, wie viel? Im Moment haben wir 24 Intensivbetten im Routinebetrieb. Wir werden aber über das Doppelte hochfahren. Weitere Fragen? Tja, weitere Fragen, genau. Vorab möchte ich erstmal sagen, dass ich mich für die Besonderheit erstmal hier der Cottbusserinnen und Cottbusser bedanke. Wir spüren das hier tagtäglich, gerade in den letzten 2-3 Tagen, als es doch bundesweit die Emotionen schon hochgekocht sind, auch unsere Geschäftsführung der kommunalen Unternehmen, nicht nur unseres Quartierklinikums, auch Cottbusverkehr, Stadtwerke, alle sind bemüht, weiter, sag ich mal, das normale Leben aufrechtzuerhalten. Und ich möchte an der Stelle auch betonen, unsere Rettungskräfte im Rettungsdienst bei der Berufsfeuerwehr, allen erstmal ein herzliches Dankeschön und drücken wir uns alle die Daumen, dass das so glimpflich wie möglich hier abgeht. Denn man kann sicherlich so eine Situation eine gewisse Zeit überstehen, aber wir wissen noch nicht, ob es sich um Tage handelt, um Wochen oder um Monate. Und wenn es um Monate geht, dann ist eine andere kritische Situation erreicht und die wollen wir uns alle nicht wünschen. Aber ich denke und verlasse mich da auch auf das Geschick unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher fantastisch mitgewirkt haben. Das ist so das Verbot, 100 Leute aufwärts Veranstaltungen durchzuführen. Wollen Sie das irgendwie kontrollieren oder appellieren Sie quasi an den gesunden Menschen? Es sind 2 Sachen. Das erste ist die Appellierung an den gesunden Menschenverstand und nicht nur jetzt zu zählen, ob ich wirklich 100 bin, Menschen da sind oder 99, sondern einfach zu sagen, wir haben alle eine Mitverantwortung für den Mitmenschen neben uns, ob er ein Bekannter oder ein Unbekannter ist. Und wir sind so frei und sagen diese Veranstaltung ab. Wir wissen sehr wohl, und darauf warten wir natürlich auch, dass Vereine, Künstler und so weiter in Vorleistung gegangen sind, dass jetzt Einnahmeausfälle zu erwarten sind, auch was mittelständische, kleinständische Unternehmen betrifft. Dort müssen wir natürlich auch abwarten, inwieweit Bund und Land gewillt sind, hier Unterstützung zu leisten, weil die Fragen erreichen uns schon und das wird auch eine der Fragenkomplexe sein, die wir morgen zumindest anreißen werden, ohne dass wir gleich Antwort erwarten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch gegenüber der Landesregierung deutlich machen, wir sind gewillt, diese Situation zu meistern, so gut wie wir es können, aber wir brauchen Hilfe und Unterstützung. Wann wird es denn eine definitive Entscheidung zu erwarten, ob Kitas und Schulen geschlossen werden, weil die ersten Schulen, die sind ja vorinformiert. Ja, Frau Weser, ich gehe davon aus, dass das jetzt sogar zeitgleich bereits landesweit jetzt dargestellt wird, aber ich denke, in den nächsten Stunden ist das auf alle Fälle eine Festlegung. Es ist ja auch wichtig, sage ich auch, wir sind ja auch Arbeitgeber, wir sind familienfreundliche Kommunen, also wir möchten auch, dass unsere Arbeitnehmer und unsere Arbeitnehmerinnen ihrer Verantwortung als Eltern nachkommen. Wir sind ja auch betroffen.
Und das heißt, auch wir müssen uns vorbereiten, so wie sich die Kitas, die Schulen vorbereiten, müssen wir uns auch vorbereiten, mit welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir in den nächsten Tagen und Wochen rechnen oder sind sie für die Kinderbetreuung abgestellt. Also hier ist Solidarität untereinander gefragt. Wenn die Entscheidung heute kommt, würden Sie am Wochenende bekannt geben können, wo eine Notunterkunft, also Betreuung stattfindet? Der Chef des Stabes hat ja etwas gesagt, morgen um 15 Uhr wird gesessen und darauf können Sie sich auf alle Fälle verlassen, dass Sie umgehend informiert werden. Richten Sie sich auch also darauf ein, dass nach Abschluss des Katastrophenschutzstabes morgen eine weitere Pressekonferenz gehalten wird. Das kann ich Ihnen schon versichern, denn wir brauchen auch Ihre Hilfe und Unterstützung, damit Ruhe und Besonnenheit hier auch weiter oberstes Gebot bleiben. Dann muss ich noch mal fragen, Besonnenheit, gab es Desinfektionsmittel klar im CDK? Jetzt kommt überall Desinfektionsmittel weg und unsere Verbräuche sind deutlich gestiegen, das ist mir ganz vorsichtig zu sagen. Aber wir haben das früher erkannt, wir haben es auch früher eingedämmt und ich sage immer, wir setzen auf Seife und Seife reicht völlig aus bei Corona. Dann nochmal kurz zum Mundschutz. Hilft Mundschutz, ja oder nein? Ich habe es akustisch nicht. Mundschütze, helfen Mundschütze, ja oder nein? Also es helfen FFP2-Masken, aber ein normaler Mundschutz hat keinerlei Schutzfunktion. Die beste Schutzfunktion, die Sie haben können, ist soziale Kontakte so weit wie möglich meiden und Abstand halten. Ist das auch Ihre Empfehlung, Herr Kelch, was Kneipen, Bars und Wochenendempfehlung angeht? Nochmal, jeder ist für sich ein Stück selbstverantwortlich, aber für seine Mitmenschen. Und ich kann da nur dafür werben, sich wirklich das zu überlegen, ob man das unbedingt jetzt an diesem Wochenende oder in den nächsten Wochen stattfinden lässt. Ich hätte noch eine Frage, weil das CDK steht ja sozusagen mit seinen Laborkapazitäten eigentlich der ganzen Lausitz zur Verfügung. Wird es denn schon knapp? Wenn Sie sagen, Sie können 100 Tests pro Tag etwa machen oder es kommen aus Forst schon 25, dann... Also wir sind am Kapazitätsmaximum, das muss man ganz klar sagen. Wir schöpfen im Moment unsere Kapazität zu 100% aus. Wir können nochmal um 50% steigern auf 150 Tests, aber dann sind wir am Limit. Das ist jetzt kein Test, wie man sich so einen klassischen Schwangerschaftstest vorstellt, sondern es ist eine PCR, eine Polymerase-Kettenreaktion. Und wir haben die zwar teilautomatisiert, aber das ist das Maximum, wenn wir 24/7 arbeiten, also rund um die Uhr. Insofern versuchen wir wirklich in guter und enger Zusammenarbeit mit unserem Gesundheitsamt, diejenigen, die abgestrichen werden müssen, vorzuselektieren. Das ist das Entscheidende. Nicht jeder, der jetzt einen Husten oder einen Schnupfen hat, muss abgestrichen werden, sondern wir versuchen wirklich nur, die Menschen abzustreichen, wo es einen begründeten Verdacht gibt. Und wir brauchen es natürlich für unsere Mitarbeiter, weil es gibt ein sogenanntes Freistreichen am Ende der Schicht. Also unsere Pflegekräfte, die im Moment im Zelt eingesetzt sind und direkten Kontakt haben, werden am Ende der Schicht immer abgestrichen, sodass wir am nächsten Morgen wissen, ob sie sich gegebenenfalls infiziert haben oder nicht. Und das ist für uns wichtig, für unsere Mitarbeiter wichtig und in der Versorgung natürlich.